Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier bei der Langstreckenliga. Ja, Langstreckenserie für Prototypen der Gruppe 1. Ja, hier Nürburgring haben wir ja schon fertig. Da hatte ich ja schon mal ein Rennen gezeigt. Findet ihr in meiner Playlist unter Langstreckenliga. Jetzt hier das nächste Rennen, Le Mans. Ja, super coole Strecke. Auf jeden Fall. Ja, wirklich mega Rennen. 60 Minuten geht das. Wir haben Treibstoffverbrauch auf 3 und den Reifenverschleiß auf 8. Ich bin mal hier am Anfang gestartet mit den Reifen Mittel. Mal gucken, wie die so lange durchhalten. Also wenn er weich nimmt und super weich, dann habt ihr natürlich einen höheren... Ja, dann verschleißen die schneller. Verbrauch hätte ich fast gesagt. Ja, die nutzen sich dann auf jeden Fall schneller ab. Dann könnt ihr nicht so viele Runden fahren. Also habe ich hier mal probiert auf Mittel. Ja, wie gesagt, das Rennen geht hier 60 Minuten. Da seht ihr auch die restliche Zeit. Sind jetzt 59 Minuten und jetzt genau 20 Sekunden. Ja, ich werde hier das komplette Rennen, also fast das komplette Rennen. Ja. Ich zeige euch dann mal. Also, erstmal geht es hier die ganze Zeit hier. So. Kommen wir später nochmal drauf zurück. So, bei dieser Kurve, habt ihr gesehen, habe ich abgebremst und bin kurz rechts, links so, dass ich halt auf die Straße bleibe. Aber kleiner Tipp hier am Rande. Ich meine, das Rennen ist sowieso so leicht, das schafft man sowieso. Aber man könnte theoretisch... Jetzt auch hier bei diesem Abschnitt. Also jetzt fahre ich ja wieder links und dann hier rechts. Man könnte auch geradeaus über den Sand einfach rüberfahren, ja. Man würde hier keine Strafe bekommen für Abkürzung. Ja, Abkürzungsstrafe fällt hier bei diesem Rennen komplett weg. Ja, also wenn ihr das wollt. Ich meine, es ist nicht nötig, irgendwie... Man schafft sowieso den ersten, weil der Rennen sowieso ziemlich leicht ist, finde ich. Weil ich habe hier auch diesen sauberen Mercedes genommen. Ist auch ein super cooles Fahrzeug. Habe ich voll angepasstes Getriebe, habe ich auf 380 hochgestellt. Das ist für dieses Fahrzeug und diese Strecke optimal, diese Einstellung. Also wenn ihr dieses Fahrzeug nehmt, dann stellt einfach voll angepasstes Getriebe auch auf 380. Ja, das sollte denn auf jeden Fall so passen. Ja, jetzt sind wir hier in der ersten Runde noch. Wirklich sensationelle Strecke, hervorragende Strecke, wirklich sehr, sehr cool. Diese Strecke macht wirklich eine Menge Spaß, auf dieser Strecke zu fahren. Ja, im Motorsport wurden ja auch damals hier 24 Runden. Also nicht 24 Runden, sondern 24 Stunden sogar. Das ist ein Riesenunterschied, ja. 24 Stundenrennen wurden auf Le Mans auch schon ausgetragen. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant hier auf dieser super coolen Strecke und auf dieser Geraden. Da kann man wirklich richtig Gas geben und ziemlich schnell fahren, ja, auf jeden Fall. So, hier... links, rechts. Da könnte man jetzt auch einfach abkürzen, wenn man möchte. Ist natürlich nicht zwingend notwendig, wie gesagt, um den ersten hier zu schaffen. Aber wenn man es möchte, ist vollkommen irrelevant. Ist ja hier kein Online-Rennen. Ist ja einfach bloß ein Rennen von der Langstreckenliga mit Computergegner. Und es gibt keine Abkürzungsstrafe. Das kann dann jeder für sich selber natürlich selbstverständlich entscheiden. Fahre ich hier ganz normal, bleibe ich auf die Straße oder kürze ich jetzt hier auch so ein Stück ab? Ja. Soll jeder machen, wie er möchte. So, jetzt sind wir hier auf dem zweiten Platz und überholen jetzt hier den ersten. Da. Ja, da haben wir den ersten Platz. Da seht ihr schon, wir sind jetzt 55-55 gefahren. Nein, Quatsch. 4 Minuten, ey. 55 ist noch die übrige Zeit, die da war. Jetzt sind es hier gleich
55, 35. Ja, auf jeden Fall geht das Rennen eine Stunde, ja. Und dadurch, dass man hier bei diesen Rennen schon so schnell den ersten Platz erreicht, bekommt man natürlich einen riesengroßen Vorsprung und überrundet natürlich die Fahrzeuge auch. Ja, das ist völlig normal hier bei dieser Strecke, weil gerade auf dieser Geraden, da ist man so schnell unterwegs. Also ich hätte es wirklich cool gefunden, wenn sie das Rennen ein bisschen schwieriger gemacht hätten, ja. Weil es einfach viel zu leicht, ja. In der zweiten Runde schon auf dem ersten und dann die ganze Zeit durchfahren auf dem ersten, wahrscheinlich, ja. Gehe ich mal davon aus. Das wäre viel, viel spannender, sag ich mal, wenn man denn irgendwie, man fährt an eine Box, ja, und ist noch nicht auf dem ersten, die Gegner sind schwerer, ja, und dann fällt man wieder zurück, weil man am Tanken ist, dann muss man wieder aufholen und fährt der andere an eine Box, dann überholt man den und halt, das sollte viel, viel schwerer gemacht werden hier, diese Rennen. Das ist einfach viel zu leicht hier, Langstreckenliga, Gruppe 1 hier, dieses Rennen, Le Mans. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr dieses Rennen schon gefahren seid oder vielleicht möchtet ihr jetzt dieses Rennen fahren. Ja, ich gehe mal davon höchstwahrscheinlich aus, dass ihr auch sagt, ja, sehr, sehr leicht. Sollte eigentlich für jeden Spieler hier ohne Probleme zu schaffen sein, hier dieses Rennen zu fahren. Ja, aber dauert wie gesagt natürlich eine Stunde. Ja, wer irgendwie Bock drauf hat, hier mal längere Rennen zu fahren, ja, und auch die Trophäen hier sammeln will, sag ich mal, also die Auszeichnung sozusagen für dieses Rennen, der kann hier gerne die Stunde fahren. Fahr jetzt hier auch dieses Rennen. Jo, also die dritte Runde beginnt jetzt hier bei Le Mans und wir befinden uns auf den dritten Platz hier, so zack, kurz ich auch mal ab, ist mir völlig egal. Beim Online-Rennen würde ich das selbstverständlich nicht machen. Höchstwahrscheinlich wäre da sowieso... Upsala, ja, okay, passiert. So ist jetzt natürlich kein Grund, hier in Panik zu verfallen, nämlich noch Vorsprung. Ja, wie gesagt, bei Online-Rennen würde ich das nicht machen mit diesen Abkürzen. Aber höchstwahrscheinlich gibt es da auch eine Abkürzungsstrafe natürlich. Aber hier so ein Rennen gegen Computer ist eigentlich völlig irrelevant. Das hat auch nichts mit unfairen Rennen zu tun, weil gibt es ja immer welche, die dann sagen, ja, hier kurz ab, unfaires Rennen, ja. Man würde das Rennen sowieso schaffen, egal ob man abkürzt oder nicht. Das ist vollkommen bei diesen Rennen jetzt auf jeden Fall. Also zu 100% ist es vollkommen irrelevant, ja, ob man das macht oder nicht. So, da seht ihr auch mal unten, wir sind jetzt hier in der dritten Runde, da rot diesen Reifenverschleiß. Ich hatte ja am Anfang erwähnt, ich habe ja die Reifen auf Mittel. Ja, wollte einfach mal schauen. So, jetzt zeige ich euch immer mit den Abkürzen. So, ihr könnt ja einfach so rüberfahren, ne? Und ihr bekommt keine Abkürzungsstrafe. So, ich werde in den nächstfolgenden Runden, werde ich dann auch mal probieren, da richtig mit Vollkrawacho richtig durchzubrettern. Weil hier schnellste Runde sehe ich gerade 3:17.180. Ja, auf jeden Fall kann man sich da ein gutes Ziel setzen, sag ich mal. Einfach mal ausprobieren und das, wenn man da einfach durch diesen Sand bei beiden Schikanen einfach durchbrettert, ist auch, macht auch irgendwie auch Spaß, ja, das macht auch Laune. Versuchen da irgendwie nicht, keinen Unfall zu bauen, nirgendwo gegen zu brettern, wirklich komplett auf dem Gas drauf zu bleiben. Und einfach da, einfach durchbrettern, ja, einfach so mal probieren. Ja, das kann wirklich, das macht wirklich Laune auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall diese 3:17.180. Ich setze mir jetzt mal ein Ziel. So, unter 3 Minuten. Also die Strecke Le Mans unter
3 Minuten natürlich bei den Schikanen komplett durchbrettern. Ja, einfach mal probieren. Unter 3 Minuten ist möglich. Also das werden wir auf jeden Fall. Ja, davon geht man natürlich stark aus, dass wir das schaffen. Wir müssen ja nur noch ein bisschen über 7 Sekunden gut machen auf der Strecke. Aber wenn man da wirklich geradeaus rüberfährt, bei diesem Sand da, bei diesen Schikanen, dann kann man schon einiges gut machen. Weil man muss ja normalerweise abbremsen und dann wieder beschleunigen. Und wenn man da einfach voll durchbrettert, dann macht man da eine Menge Zeit gut. Jetzt hier, wo ich hier so ordnungsgemäß fahre, da könnte man auch einfach mit, was weiß ich, 300 Sachen oder was weiß ich da noch mehr, einfach komplett durchbrettern, dann würde man auch noch viel Zeit gut machen. So, hier links, so zack, einfach so rüber, so passt es schon. Den ersten Platz hat man sowieso gesichert. Egal wie man fährt, wie gesagt, hat er schon gegeben. So, also, wir haben jetzt die vierte Runde. Ich sehe, die Reifen sind schon ganz schön runter. Da ist schon ziemlich viel rot. Und umso roter das wird, ja, umso schlechter das Fahrverhalten vom Fahrzeug. Das merkt man dann wirklich auf jeden Fall. Würde ich mal jetzt so entscheiden, dass wir nächste Runde gehen wir an eine Box. In der nächsten Runde gehen wir an eine Box. Also, ja, nächste Woche dann, ne? Nächste Woche können wir an eine Box fahren. Ne, machen wir noch diese Woche und zwar noch heute. Würde ich jetzt mal so vorschlagen, dass wir das einfach machen. So, jetzt fahre ich hier nochmal ordnungsgemäß. So, aber wenn ich wieder frische Reifen habe, die Runde, wo man an der Box fährt, dauert sowieso länger wie die Boxengasse die Zeit. Aber die nächste Runde da drauf, da werde ich mal versuchen, nicht nur versuchen, ich werde es so machen, dass ich komplett da durchrase bei den Schikanen ohne diese Abbiegebremse da, einfach mal voll Karacho, und das macht wirklich Laune, ja, irgendwie macht dann das Rennen, hat wirklich Spaß gemacht, weil man kann ja theoretisch, wenn man, sag ich mal, ein Rennen selber einstellt, man kann ja die Strecke sowieso auswählen mit Schikane oder ohne Schikane. Ja, und wenn man ohne Schikane wählt, dann kann man richtig lange geradeaus fahren. Das ist auf jeden Fall richtig cool, finde ich. Ohne Schikane, dann hat man eine viel, viel längere Gerade und kann richtig Gas geben, richtig beschleunigen. Und da kommt man wirklich, je nachdem, was für ein Fahrzeug man natürlich fährt, wirklich auf Topspeed, also auf jeden Fall. Und ihr kennt ja wahrscheinlich hier alle diesen X-Tomahawk hier. Also das ist schon ein ziemliches Raketenauto, wo man, also das ist natürlich übertrieben, dieses Auto, in Wirklichkeit gibt dieses Auto natürlich gar nicht, ist hier nur so eine Erfindung von Gran Turismo Sport, aber auf jeden Fall wirklich cool gemacht, ja, und wirklich eine mega Beschleunigung, also wer mal richtig ordentlich auf Gas treten will und richtig schnell fahren will, der sollte wirklich mal mit diesem Auto auf dieser Strecke ohne Schikane fahren. Das macht wirklich Spaß und da kann man wirklich sehr, sehr schnell fahren. So, jetzt fahren wir hier an die Box. Ich habe jetzt die Reifen Mittel. Werde ich mal so super Mittel hatte. Jetzt nehmen wir mal die harten Reifen und Auto werden wir mal, ja, komplett voll tanken, würde ich jetzt mal so vorschlagen. 27% haben wir noch Tankfüllung. Machen wir komplett voll. So, auftanken. Ja, hier Boxenstopp bei Gran Turismo Sport. Wirklich auch cool gelungen mit den Reifenwechsel und mit den Tanken und alles. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. So, Boxenstopp ist beendet. Fahren wir wieder raus auf die Strecke. Und ihr seht schon, wir haben immer noch den ersten Platz. Wir konnten sozusagen
trotz Boxenstopp den ersten Platz halten. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich würde es besser finden, ja, wenn es Rennen halt schwieriger ist, ja, und man dann zurückfällt, sag ich mal so. Dass man halt mehr Herausforderungen hat, ja. Weil es ist wirklich viel zu leicht hier, das Rennen. Aber nun gut, es ist wie es ist, kann man nicht ändern. Das Rennen ist halt nun mal so. Ich fahre trotzdem, zeige trotzdem dazu ein Video. Und natürlich. So, jetzt fahre ich hier nochmal erstmal die Runde ordentlich. Ja, natürlich. Dadurch, weil es ja so leicht ist, ist natürlich für jeden Spieler hier zu schaffen. Auf jeden Fall. So, fünfte Runde. Wir sind jetzt ein bisschen über 15 Minuten hier gefahren bei Le Mans. So, jetzt fahren wir hier auch nochmal sehr, sehr ordnungsgemäß, würde ich mal sagen. So sollte man natürlich fahren, ja, wenn man richtig fahren tut. Aber das ist hier sowieso egal jetzt bei diesen Rennen. Na, erster Platz, ja. Der Vorsprung wird immer größer. Also dadurch, dass man dann abkürzt, verschafft man sich keinen Vorteil, weil man macht sowieso den ersten. Das Einzige, was ist, die Rundzeit kann man natürlich. Ja. Kann man dadurch natürlich deutlich verbessern, das ist völlig klar. Aber dann hat man natürlich auch keinen Wert von der Rundzeit, wenn man komplett fair fahren würde, ja. So halt auf der Straße drauf bleiben, ja. Und nicht irgendwo abkürzen, wo man nicht abkürzen sollte. Deswegen finde ich es auch ganz cool mit dieser Abkürzungsstrafe. Kann man ja bei eigenen Rennen, kann man ja ein- und ausstellen. Ja, und wie hoch die Strafen, ja, kann man ja auch variieren. Ja, und dann überlegen die Leute sich das, oh, da kürze ich mal lieber nicht ab, weil habe ich ja keinen Gewinn davon. Aber vom Prinzip, selbst wenn man es ohne Strafe fährt, in Online-Rennen, sollte man trotzdem einfach sich dran halten, wirklich denn nicht abkürzen, ne? Aber das macht leider nicht jeder. Hier bei Computergegnern ist natürlich vollkommen egal. Also siegte zumindest. So, hier kann man auch so abkürzen. So, einfach so rüber. Hier gibt es auch keine Strafe. So, dann haben wir jetzt die sechste Runde. Und dann bei den Schikanen, bei den zwei Schikanen auf der Geraden, werde ich jetzt mal komplett durchbrettern. Ohne abzubremsen. Also richtig mit Krawacho voll durchbrettern. Da sieht man gerade, der eine ist jetzt an eine Tankstelle, ja, zum Reifenwechsel und tanken. Da kann man mal sehen, wer gerade tankt. So, dann kommt jetzt die Gerade da. Und jetzt geben wir mal richtig Gas hier. Ist natürlich dieser sauber Mercedes ist natürlich extrem schnell. Voll angepasstes Getriebe nochmal. 380 habe ich hingestellt. Ja, dadurch mit Windschatten kommt man da auch, wenn man einen Vorein hat, auf 380. So, jetzt einfach hier gerade durch. So. So einfach geht das. Und bei der nächsten Schikane probieren wir es gleich nochmal. Einfach durch den Sand hindurch. Schön beschleunigen. Vollgas 360, war schon ordentlich hier an Geschwindigkeit. So, zack, einfach rüber, hervorragend. Ja, so kann man das machen. Dann fährt man vom Prinzip die Strecke fast so ähnlich, als wenn ohne Schikane. Ja, und es macht auch irgendwie voll Spaß, da nicht zu bremsen, sondern einfach da komplett durchzubrettern. Ja, das macht auf jeden Fall Laune hier bei Le Mans, bei diesen Rennen, bei Gran Turismo Sport. Ja, und da seht ihr auch die restliche Zeit.
40 Minuten 35 Sekunden geht das Rennen noch. Den Kraftstoffverbrauch habe ich auf 1 gestellt, das heißt auf höchste Stufe. Dann ist der Kraftstoffverbrauch am höchsten. Man kann es auch noch hochstellen. Also einmal Kraft, das habe ich. Und dann auf Mager kann man stellen. Dann verbraucht man halt weniger. Aber dadurch hat man auch weniger Leistung. Das will ich gar nicht. Also ich fahre hier voll die ganze Zeit auf vollen Kraftstoffverbrauch. Auf volle Kanne hier. Und habe natürlich auch die ganze Zeit hier bei diesen Rennen mit diesem Fahrzeug volle Leistung. Ja, und man kann auch ganz gut erkennen, hier bei dieser Kraftstoffmischung wird auch unten angezeigt, verbleibende Runden, 3,5, so viel kann man noch fahren, bis der Tank halt leer ist. Treibstoff in Prozent wird auch noch angezeigt. Also man hat hier den kompletten Überblick, was man halt noch so im Tank drin hat. So, hier auch einfach zack rüber abkürzen und jetzt schauen wir mal die Rundzeit. 3,2. Ja, ich wollte aber eine Rundzeit unter 3 Minuten. Ja, auf jeden Fall, ich gehe davon stark aus, dass ich das noch schaffen werde. Auf jeden Fall bleibt also dran hier bei diesem spannenden Rennen. Ob das hier noch mit dieser schnellsten Runde klappt. Unter 3 Minuten, also das sollte doch auf jeden Fall. Ja, da war schon ja ein bisschen Zeit gut gemacht, ja. Also, kommt man ja der Sache schon ein bisschen mehr näher, dass wir hier unter 3 Minuten diese Runde hier fahren. So, jetzt wieder auf der Geraden, ordentlich geradeaus fahren, immer Vollgas hier. So, und jetzt hier wieder volle Karache durch. Ja, genau das soll nicht passieren. Ja, müssen wir halt nächste Runde wieder probieren. Immer probieren. Wirklich volle Karacho da durchbrettern, das macht richtig Spaß und versuchen natürlich ohne Unfall nirgendwo gegen zu fahren. Und dann kann man hier eine hervorragende Rundzeit schaffen. Das Problem ist hier, zack. Jo, hier hat sie geklappt, unfallfrei. Wir werden es weiter probieren, bis wir unter diese 3 Minuten hier sind, sozusagen.
So, liebe Leute, das war's hier, dieses 60-Minuten-Rennen von Le Mans mit den Sauber Mercedes. Wirklich eine sehr, sehr coole Strecke. Natürlich gibt es dafür auch Preisgeld. Hier haben wir 400.000 verdiente Meilen. 2010 zurückgelegte Strecke sind hier 254,4 und Erfahrungspunkte bekommt man hier 7.500. Ja, echt cool. Das hat sich doch gelohnt, dieses Rennen hier eine Stunde auf Le Mans. Ja, mit Mercedes-Benz, Sauber Mercedes. Ja, und ich hoffe, das Video hat euch hier gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen hier und ein Abo. Und hier Renn 1 haben wir, Renn 2 haben wir. Und im nächsten Video geht es hier weiter mit Langstreckenliga Gruppe 1 mit Rennen Nummer 3. Okay, dann sage ich, ich wünsche allen da draußen weiterhin viel Spaß bei Gran Turismo Sport. Macht's gut, bis dahin. Ciao.